29. April. Sprachkita. Über Tätigkeitsfelder der Diakonie bin ich neulich mit einem Freund ins Gespräch gekommen. Vieles ist mir sofort eingefallen. In einem Büro habe ich dann noch einmal auf die Liste unserer Mitarbeitenden geschaut. Und da fiel mir die Sprachkita in die Augen. Eine Mitarbeiterin fragte ich über ihre Arbeit aus. Sie sagte: Ich arbeite gern im Bundesprogramm Sprachkitas als Fachberaterin, weil ich Kitas begleiten darf, die sich entschieden haben, die Sprachfähigkeit aller Kinder und Erwachsener besonders im Blick zu haben. Und dabei geht es um das Sprechen und das Verstehen, um Fähigkeiten und Haltung, um Werte und Menschenwürde. Sprache transportiert so viel. Sie kann heilen und verletzen. Sie kann ermutigen und diskriminieren. Wir sensibilisieren uns für eine feinfühlige Dialoghaltung und entlarven zum Beispiel Alltagsrassismus und Adultismus in der Kita. Das ist für mich gelebte Umsetzung des christlich-jüdischen Menschenbildes. Und dass es dafür sogar ein vom Bund finanziertes Programm gibt, ich bin immer wieder dankbar für unser Land. Wunderbar. Gut, dass die Diakonie sich hier engagiert. Und deshalb, jeder und jeder soll den anderen mit der Begabung dienen, die ihnen Gott gegeben hat. Musik.